Herr Koch, Sie haben die Gelegenheit vertan, Ihrem Image einen neuen, toleranten Anstrich zu verpassen. Die hessische CDU bleibt verbunden mit dem Kampf für die Leitkultur, ausländerfeindliche Wahlkämpfe und dem Anheizen gefährlicher Stimmungen. Deutschland und Hessen sind multikulturell und multireligiös. Sie täten gut daran, sich dieser Realität zu stellen und am offenen und toleranten Miteinander der Kulturen zu arbeiten, statt Ängste und Misstrauen zu schüren. Wenn Sie Toleranz und Offenheit in diesem Land voranbringen sollen, dann sollte der hessische CDU-Vorsitzende als allererstes Mal die von Hans-Jürgen Irmer herausgegebene Hetzzeitschrift, den Wetzlar Kurier, endlich einstellen. Das wäre ein erster Schritt, diese Zeitung einzustellen. Diese Zeitung trägt Überschriften, ich zitiere die Überschriften, verschärfte Überwachung von Moscheen gefordert. Islamischer Religionsunterricht ist das Einfallstor für die Fundamentalisten. Für Europa, gegen Eurabien. Die schleichende Islamisierung Deutschlands und Europas ist in vollem Gange. Islamisten erheben Weltherrschaftsanspruch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da läuten doch alle Alarmglocken bei solchen Überschriften. Und eine solche Zeitung geben Sie heraus. Es gibt keine Ausgabe dieses Wetzlar-Kuriers ohne Hetze über den Islam und Muslime. Und es handelt sich hierbei wohlgemerkt um eine lokale Parteizeitung der CDU im Lahn-Dill-Kreis, die in die Haushalte verteilt wird. Sie schüren ganz bewusst Ängste und Vorurteile. Und da helfen die schönsten Ehrungen nichts und die schönsten Preise nichts. Da helfen nur Taten. Und wenn Sie Ihr Eintreten für den interreligiösen Dialog und Toleranz ist unglaubwürdig, solange Sie einen Abgeordneten wie Hans-Jürgen Irmer in den Reihen der CDU-Fraktion haben. In diesem Fall ist es meiner Meinung nach zu spät für Taten. Der Streit um den Kulturpreis ist hochgradig peinlich und zeigt eben, wie man keinen Dialog führt.